Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, euch geht's mal so richtig zauberhaft. Also für die, die es noch nicht wissen, ich glaube, wir haben es jetzt mittlerweile gut angekündigt. Ach so, ja. Bernd ist Synchronsprecher, er spricht Eivor, a.k.a. Eivor, ja. Im Spiel Assassin's Creed Valhalla, ja, hat also die männliche Hauptrolle. Und er spricht auch Arnold Schwarzenegger, das ist der neue deutsche Synchronsprecher von ihm. Daher könntet ihr ihn vielleicht auch kennen aus dem Kino vielleicht, so, ne? Dark Fate hieß der Film, den du gemacht hast. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja. Hast du quasi auch anstrengend. So ein Sheet über Eivor bekommen und wusstest dann, okay, so und so spreche ich den? Oder hast du die Originalvertonung bekommen? Nee, ich hatte einfach nur so ein Bild von einem Wikinger im Kopf mit richtig großen Cojones und dann dachte ich mir, so muss der klingen. So will ich einen Wikinger haben. So einen eisenharten, köpfeabschlagenden Meuchler. Das fand ich gut. Wollen wir mal den Boss metzeln? Noch ein geschundener Leichnam. Geschundener Leichnam. Was? Das ist doch genau dein Ding. Oh, überall. Ist ja widerlich. Oh, die ist aber auch. Unfair. Ich muss hier den von dir beworbenen Schildmaus testen. Die hat ja, aber auch ja, richtig krasse Dinger, ne? Wir haben hier Feuer unterm Arm. Oh, oh, oh. Hucky. Ach komm, wir machen einfach diesen. Oh, was ist das? Das ist ja geil. Fetzen. Ich habe ja jetzt Excalibur. Was will sie uns antun? Das war ganz lustig. Das sagt mir alles gar nichts. Beyblade Burst. Beyblades. Ja, das ist wahnsinnig anstrengend. Es ruhe der Geist, der dich heimsucht. Ja, ich habe immer mal überlegt, so lasse ich einfach mal wachsen. Aber. Wo? Am Rücken? Ja. Eben kam eine richtig witzige Anfrage. Vielleicht hast du Lust, das zu sagen. Ich weiß nicht. Ja, sag. Ich war mal ein Abenteurer, bis ich einen Pfeil ins Knie bekam. Ich war mal ein Abenteurer, bis ich einen Pfeil ins Knie bekam. Was sind so die Rollen, auf die du dich in nächster Zeit noch am meisten freust? Also gerade steht gar nicht. Und du vielleicht auch schon sagen darfst? Im Videospielbereich noch irgendwas, was man schon verkünden könnte, oder? Ja, da werde ich jetzt irgendwas gecastet mit Zombies. Das mehr konnten sie mir nicht verraten. Und Zombies killen finde ich immer gut. Klingt nach Dying Light 2. Und Fortnite habe ich gemacht. Nee. Da bin ich Thor. Also der Marvel-Thor. Ja. Wirst du dann immer für Marvel, für Thor gecastet, oder? Nee. Oh, vielleicht weiß der Stream-Chat, was ich hier geschenkt bekommen habe. Ja. Ich halte es mal in die Kamera. Unbox. Ist das ein Trinkhornhalter? Hier passt nämlich perfekt ein Horn rein. Aber irgendwie hält das nicht so ideal. Ist das ein Trinkhornhalter? Oder ist das was anderes? Eher für eine. Also, jetzt wo ich sehe. Also. Doch, eher für eine Kerze. Für eine Kerze? Ja, vielleicht auch. Es ist ein Halter. Ja, ist ein Halter. Das ist schon. Also, das ist schwer zu erraten. Ist schon. Oben abgefahren. Kannst du so Speisekarten reinstecken. Ja. Ja, vielleicht. Ja. Ist auf jeden Fall ziemlich cool. Danke nochmal. Oh mein Gott. Ja, wir können Thor's Hammer anscheinend gar nicht bekommen. Oh nein. Wir müssen das Spiel durchspielen oder beziehungsweise alle Ordensmitglieder töten. Dann fangen wir einfach mal an. Ja. Wir können einmal an die Location gehen, wo wir den Hammer bekämen. Ja. Das ist eine gute Idee. Viel Spaß. Mach das schon. Viel Spaß. Oh, das war gut. Eieiei. Das ist Thor's Hammer. Jürgen. Ach. Das ist Thor's Hammer. Nicht dein Ernst. Wie geil ist der denn? Boah, ist der cool. So nah. Doch so und doch fern. So Bernd. Ja. Fern. Kann man nicht machen. Dann. Hey du. Kannst du schwimmen? Unser Vater ist da unten und sucht nach Schätzen. Er ist ganz tief getaucht. Ja, gut. Aber ich kann ihn nicht mehr sehen. Vielleicht. Ja, aber der ist doch schon eine ganze Weile drin. Der riecht doch dann auch nicht mehr gut. Ja, vermutlich. Ah, guck mal, Papa. Nee, da ist er. Oh Mann, Papa sieht echt nicht gut aus. Armband. Der arme Papa, ey. Das ist natürlich mies mit den Kindern. Was passiert jetzt mit den Kids?
Truhe plündern. Ja, wie mit den anderen, die da rumsaßen, ne, am Anfang. Die ernähren sich ja nur von Bohnen, oder was das war. Bohnen? Ja, Freunde. Der See ist sehr tief. Hast du wenigstens den Schatz gefunden? Nö. Sagst du wirklich nö, oder sagen wir ja? Weiß nicht. Eins oder zwei, Leute? Sind wir großzügig und sagen ja, eins, oder sagen wir, wir haben nix? Kinder. Kein nee, Papa, Kinder kein sind Armreif. Da ganz allein. Ja, gib denen den Armreif, komm. Ja, nehmt dieses Schmuckstück, das euer Vater suchte. Es gehört rechtmäßig euch. Danke, mutiger Reisender. Wir wussten, du würdest es finden. Ja, so fertig genannt, mutiger Reisender. Hast du ihn gefunden? Ihr solltet ihm nachtauchen. Dieser See ist jetzt das Grab eures Vaters. Doch durch sein letztes Geschenk überlebt die Erinnerung an ihn. Du meinst, er ist ertrunken? Ja, ersoffen wie ein toter Fisch. Wo ist der Rest eurer Familie? Nein, kleine Lisa. Mutter ist krank geworden und hat sich nicht erholt. Sie ist unter der Erde. Schwindsucht, ich weiß. Sonst haben wir niemanden mehr. Rita, weißt du noch? Einen schönen Abend. Vater, Schwester in Jovovik. Verkauft dieses Schmuckstück und reist zu eurer Tante. Euer Vater würde das wollen. Und jetzt husch, husch. Wie viel willst du aufs Spiel setzen? Wie viel setzen wir hoch, ne? Full Pull. Volle Möhre. Wir trinken. Fragi fragt mal, wie lange der Bernd insgesamt zum Einsprechen gebraucht hat. 150 Stunden. Und wie alt er ist. Ja. Ich bin 36. Wenn ihr übrigens mal Betttrinken machen müsst mit irgendjemandem, habe ich einen guten Tipp für euch. Ihr müsst vorher eine Packung Quark essen. Mager Quark, 500 Gramm. Das mischt ihr mit einer kleinen Tüte Trockenhefe und Honig. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr so gut wie nicht mehr betrunken werden. Ist natürlich ein bisschen doof, wenn ihr betrunken werden wollt. Aber beim Betttrinken gegen kräftige Russin zum Beispiel, gewinnt ihr. Wenn mein Opa mir irgendwelche Geschichten erzählt aus seinem Leben, dann fängt es meistens immer an. Oder haben wir erstmal einen gepitchert? In Russland, in Polen. Und dann geht die Geschichte los. Guter Opa. Ah, ich vermisse meine Opa. Das ist schon eine Legende. Und soll nochmal einer sagen, kein Trinkspiel hier, ne? Volle Möhre, Rainer! Ich hab gewonnen! Verdammte Scheiße, was machst du hier? Ich bin Alexios, was ist hier los? Kann doch nicht sein! Was hast du hier gemacht? Ich hab gar nichts gemacht! Das ist Sparta! Geh einfach wieder nach Hause! Scheiß Wikinger, ich mach euch alle fertig! Das ist Sparta! Alexios ist da, Alter! Als ob. Wir bekämpfen den Kult des Kosmos und alle Wikinger. Ihr seid alle tot. Ich bin hier, Deimos und Alexios, in einem zusammen. Ja, hallo, schönen guten Abend. Moin, Alter. Ich höre sonst nichts. Wo sind die Kopfhörer? Die Kopfhörer sind weg. Wie gucken denn gerade zu? 100.000 Leute? So. 2.000 sind am Start. Ja. Alexios. Alexios ist am Start. Das ist das einzig richtige Game. Vikings, Valhalla ist ein billiger Abklatsch. Das ist das richtige Game. Wer von euch hat Assassin's Creed Odyssey gespielt und wer hat es mit Cassandra? Ich weiß, Fragnard, der Verräter, der hat mich nur als Deimos kennengelernt. Der hat mit Cassandra gespielt. Aber er hat ziemlich geil gemacht, muss ich sagen. Ich bin großer Fan. Aber Alexios ist das einzig wahre. So, das ist Sparta. Ja, er ist auf Toilette und er seilt gerade ein ab. Malaka. Malaka. Ja, mega cool, ey, der Chat freut sich gerade mega, dass du da bist. Der Chat freut sich. Wir können es kaum glauben. Wo? Wie lange? Die Lache war auch wieder da. Ja. Wie oft kriegst du am Tag die Nachricht, lach einmal bitte? Die Denver-Lache, meinst du? Ja, ja. Ach, unzählige Male, ich glaube, ich krieg das... morgens, wenn ich rausgehe zur Arbeit ins Studio bei meinem arabischen Friseur in einem Haus, ich komme da nicht raus, um einmal zu lachen mindestens. Und ich komme auch nicht wieder ins Haus, wenn ich nicht mindestens einmal lache. Ja, das ist Neukölln, ne? Das ist hier Berlin-Neukölln. Ja, und du bist da schon stadtbekannt. Alle wissen, du bist da.
Ja, nicht alle, aber ich werde hier schon von einigen Kids, vorrangig im jüngeren Alter auf jeden Fall erkannt. Aber es ist geil, es ist cool. Ich freue mich tierisch. Ja, unser Protagonist ist wieder da. Ivor, kommen Sie zurück. Es wird nach Ihnen gebeten. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, wir haben eine legendäre Umfrage gemacht. Wer gewinnt, Ivor oder? Die Umfrage, die ich, oder? Das waren Fake News. Ich hab's gewonnen. I won this election by a lot, because I'm Alexios. Wenn man die Stimmen auszählt, die legalen und die illegalen Stimmen, dann habe ich auf jeden Fall gewonnen. Ja, das hast du gewonnen. Bernd, das war so Fragnate, das wisst ihr alle. Alle wissen. Das wisst ihr alle. Anyway, ich gebe jetzt ab an unseren sexy Protagonisten Ivor. Du kannst wieder zurückkommen. Danke. Also, ich liebe euch. Ciao, bis dann. Und vielen Dank für den Besuch, Mann. Das ist immer noch Sparta. Das ist immer noch Sparta. Was ein Besuch. Liebe Leute, bedanke ich mich, dass ihr dabei wart. Bedanke mich nochmal herzlich beim lieben Bernd. Ja. Ja, bitte. Bernd, du bist immer herzlich eingeladen. Und vielen Dank nochmal. War wirklich eine super Sause. Bis später. Auf Wiedersehen. Grüß nett. Bis ganz bald. Und folgt nochmal dem Bernd auf Instagram. Guten Abend. Bis zum nächsten Mal. Liebe Leute, mein Name ist Fragner und ich wünsche euch den besten Tag aller Zeiten. Liebe Leute, mein Name ist Fragner. Bis später, euer Peter. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und natürlich gern die Glocke aktivieren, aktivieren. Und meinen zweiten Kanal könnt ihr auch gerne abonnieren.